Abschlusstraining der U21 Löwen vor dem Derby gegen die Bayern. Doch einige Spieler fehlten. Die zwangsversetzten Profis haben an der letzten Einheit vor dem Duell gegen die Roten noch nicht teilgenommen. Lediglich der ebenfalls strafversetzte Vitus Eicher nahm an der Einheit teil. Der dritte Keeper der Profimannschaft kam auch bislang in 4 von 5 Spielen der Löwenreserve zum Einsatz. Gut möglich, dass er auch im Derby gegen den FC Bayern das Tor hüten wird. Stark und Co. mussten am Dienstag also noch nicht mit der U21 trainieren, vermutlich um die Konzentration vor dem Derby hochzuhalten und nicht noch mehr Unruhe hereinzubringen. Sie steigen dann wohl am Mittwoch ins Trainingsgeschehen der Löwenreserve ein.